Das Jahr 2020, der Jahresplanet, der Herrscher ist der Mond. Mond steht für Montag, steht für starke Winde, Wandelsachen. Aspekte sind gegeben, dass sich was ändert, dass was anders wird. Im Herbst-Winter gibt es sogar einen Wertebruch. Das heißt, Immobilien, Finanzen sind sehr bruchgefährdet, also aufpassen. 2020 ist ein Schaltjahr und der Februar hat 29 Tage. Der Mond steht für das widerspiegelnde Urprinzip. Er ist der Gegenpol zur Sonne. Und was im Sonnenprinzip als Potenz liegt, tritt beim Mond dann erst so richtig in Erscheinung. In den alten Kulturen gibt es jeweils zugehörige Mondgöttinnen und der Mond steht für Weiblichkeit, das Metall ist Silber. Diese ist als Gegenpol zur immer noch weitgehend patriarchalisch dominierten Welt äußerst wichtig. Diese beiden Pole einander näher zu bringen, ist 2020 eine sehr wichtige Aufgabe. Wir haben den Montag zum unattraktivsten Tag der Woche gemacht. Und der Mond steht ja für weibliche Energie. Und den Sonntag, den Sonnentag, dieser steht für die männliche Energie. Dieser steht für die männliche Energie und diesen feiern wir. Dies zeigt dann ganz deutlich die Diskrepanz zwischen Verstand und Instinkt. Verstand eher männlich zugeordnet, Instinkt eher weiblich zugeordnet. Die weibliche Energie steht naturgemäß auch für Aufnahmefähigkeit, befruchtet werden. Daher sind im Mondjahr Erneuerungen und Erfindungen sehr begünstigt. In Forschung, Technik, Energiebereichen ist einiges zu erwarten. Und der Mond wirkt sich auf das Basischakra Krebs, Mond, viertes Haus, ganz gut aus. Dies betrifft besonders die Bereiche Unterleib, Becken. 2020 könnten sich daher viele lang gehegte Kinderwünsche erfüllen. Es geht leichter als sonst und als guter Tipp ist dann noch ein bisschen in eine Therme zu fahren. Die Chakrenbedeutung zeigt auch besonders wichtige Themen in Nahrungssicherheitsbereichen auf. Geborgenheit ist eine große Frage. Das zugehörige Element ist Wasser, der Krebs. Die Grundqualität ist feucht, das Geschlecht ist weiblich. Die Zustandsform Kardinal, Herrscher, Mond, Exil für Saturn, Erhöhung für Jupiter und Fall für den Mars. Die Gestirneinflüsse 2020, Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock, Einfluss Saturn-Pluto-Jupiter, Pluto-Jupiter und Saturn. Dies deutet auf viele Wandlungs- und Veränderungsprozesse hin, im Herbst, Winter sogar Crashs in jeder Richtung, vor allem materielle Werte und Geldbereiche. Also da ist große Vorsicht geboten. Die Jupiter-Bedeutung, es heißt, den Sinn des Lebens zu begreifen, an neue Richtungen und Tendenzen zu glauben. Allerdings warnt er auch vor zu viel des Guten. Stur beharren bringt Gefahren. Saturn-Bedeutung. Da werden Grenzen aufgezeigt, so manch festgefahrene Struktur will unbedingt erneuert werden. Man will Ziele erreichen, aber oft müssen Grenzen von außen einfach akzeptiert werden und harte Arbeit wird eingefordert. Die Pluto-Bedeutung, Altes wird, muss vergehen, nach dem Motto Veränderung ist Leben, Stillstand ist Tod. Neue Ideen, Meinungen, Anschauungen werden verstärkt gelebt. Wer was sich dem entgegenstellt, ist 2020 eher chancenlos. Es ist besser, Wandlung zuzulassen und zu akzeptieren. Saturn und Pluto, Vorschriften, Einengung, Überregulierung, politische Normen und Regeln werden vermehrt hinterfragt und auch angezweifelt. Dies betrifft häufig auch die EU. Die Menschen beginnen sich oft sinnlosen Verboten und Geboten zu widersetzen. Widerstand gegen Überregulation macht sich absolut breit. Geht das Interesse der Menschen vermehrt auf geistige Themen wie Zusammenhalt, Umweltschutz etc. Materielle Themen treten etwas in den Hintergrund. Die Kontrolle, Überwachung wird vermehrt als unangebracht, unangenehm empfunden. Es wird in dieser Hinsicht Verbesserung versprochen, aber Rückfälle werden an der Tagesordnung stehen. Pluto und Jupiter. Glaubensfragen jeder Richtung werden noch aktueller, von Umwelt bis hin auf Transparenz von öffentlichen Geldern und Verteilungssystemen, Politikergagen, echte Steuererleichterung und Spendenfluss, die negative Seite wie Terrorismus, Fanatismus, Fundamentalismus, Dogmen bringt auch die Gefahr von Fehlentscheidungen oder dass Gefahren übersehen werden. Dadurch sind besonders ab Herbst-Winter auch finanzielle Brüche, Euro-Dollar-Börsenabstürze, Gefahr ähnlich wie 1929 durchaus möglich. Rechts- und Linksströmungen in der Regierung bemühen sich 2020 um Zustimmung und alles zu erhalten. Harte Arbeit wird eingefordert. 2021 vermehren sich aber die Gegensätze und es wird schwierig.
in 2 bis 3 Jahren gibt es extreme politische Bruchgefahren, speziell in Österreich, aber auch EU-weit. Ganz kurz möchte ich natürlich auch das Horoskop für 2020 streifen und wir beginnen mit dem Widder. Saturn quält sie nicht mehr, er gibt ihnen sogar Kraft, ihre Verluste sind vorbei, alles läuft lockerer und schöne Erfolge sind für sie zu erwarten. Es gibt den Lohn für harte getane Arbeit, einige Stolpersteine liegen noch am Weg, aber mit ihrer Kraft können sie diese bestens überwinden. Vermeiden sie zu viel Kopflastigkeit. Achten Sie mit genug Flüssigaufnahme und Sauerstoffzufuhr auf Ihre Gesundheit, so vermeiden Sie körperliches wie auch geistiges Kopfweh im Jahr 2020. Dann kommt der Stier. Starten Sie durch. Lang Ersehntes kann heuer in Erfüllung gehen. Erfolg ist für Sie in allen Bereichen möglich. Liebe, Erfolg, Lebenskraft, Gesundheit, alles läuft bestens. Aufstieg ist für Sie programmiert. Sie können sogar ideale Ziele verfolgen selbst. Diese kommen in erreichbare Nähe. Alles klappt wie am Schnürchen. Achten Sie auf Ihre Problembereiche wie Hals, Mandeln, Nacken, Zähne, Ohren. Nicht verkühlen ist wichtig für Sie und ein bisschen Schwefelkapseln aus der Apotheke würden Ihnen vielleicht ganz gut tun. Der Zwilling. Besondere Glücksmomente sind 2020 für Sie im Gefühlsbereich möglich. Auch im Liebesbereich tut sich einiges. Materielles, Äußerlichkeiten laufen so dahin. Besondere Hochs sollten Sie in dieser Hinsicht besonders in der ersten Jahreshälfte nicht unbedingt erwarten. Ab Jahresmitte geht es aber auch da bergauf. Werden Sie nicht leichtsinnig, dies könnte Ihnen aber Erfolge wieder kosten. Besonders im Geldbereich sollten Sie mit Vorsicht vorgehen und keine Risiken eingehen. Achten Sie besonders auf Schultern, Arme, Bewegung wie Yoga, Teufelskralle, Salbe, Wellness wäre günstig. Weiter sollten Sie auf Ihre Drüsenfunktionen 2020 besonders achten. Der Krebs. Krebse sind 2020 die Freunde des Jahresregenten Mond, daher sind Sie quasi die Glückskinder. In jeder Hinsicht ist Gutes angesagt. Es wird aber absolut auch nicht langweilig, es tut sich vieles. Sie können Ihren Selbstwert aufbauen, das ist ja für Krebser besonders wichtig. Ihr Vertrauen zu anderen Menschen, aber auch zu sich selbst wird stärker. Auch Ihre Fürsorglichkeit wird gerne angenommen. Hören Sie auf Ihre Intuition, dann vermeiden Sie auch Misserfolge. Achten Sie auf Ihren Magen, das ist ein bisschen Ihre Schwachstelle und den Darmbereich. Stellen Sie doch öfter Brokkoli auf Ihren Speiseplan. Auberginen werden vielleicht auch ganz gut, denn diese stärken Sie. Der Löwe. Es wird einiges los sein, speziell im Umfeld und von außen kommt so manches auf Sie zu und Probleme wollen durchaus gelöst werden. Wenn Sie sich dafür zur Verfügung stellen, Ihre sprichwörtliche Kraft einbringen, werden Sie enorm viel Gutes bewirken. Auch in der Liebe ist ein Erstrahlen in sich, vor allem wenn Sie nicht egoistisch agieren. Im Herbst haben Sie mehr Kraft, als Sie glauben und das erhöht nochmals Ihre große Power. Gut drauf sein, Erfolg haben, fällt Ihnen 2020 leicht. Punkto Gesundheit wäre es wichtig, vor allem auf Ihre Wirbelsäule zu achten. Bewegung, vor allem bei sitzenden Berufen, wäre sehr empfehlenswert. Die Jungfrau. Alle Sterne meinen es 2020 gut mit Ihnen. Kraft wie nie ist die Devise. Fleiß und Zuverlässigkeit ist bei Ihnen ja sowieso selbstverständlich. Der Mondregent fordert Sie auf, nicht zu kopflastig zu sein, sondern oft mit Gefühl zu handeln. Selbst alte Probleme wären dann gut zu lösen. Vermeiden Sie bewusst Dinge, von denen Sie wissen, dass sie Ihnen nicht gut tun. Der Mond bringt viele Chancen für Ihr Liebesleben. Achten Sie auf Ihren Stoffwechsel, die Milz und die Bauchspeicheldrüse. Reduzieren Sie weißen Zucker und nehmen Sie nicht so viel Fett zu sich. Ab und zu wäre auch ein Vogelknöterich-Tee ganz ideal für Sie. Die Waage. Die Liebe ist 2020 ein seltsames Spiel für Sie. Sie empfinden alles doppelt so stark oder eben auch nicht als in anderen Jahren. Daher könnten Sie durchaus auch ab und zu auf Wolke 7 schweben. Im Arbeitsbereich sind Sie ziemlich gefordert. Es läuft aber nicht alles immer nur leicht. Wenn Sie dranbleiben, stellen sich aber auch da Erfolge für Sie ein. Vermeiden Sie Unzufriedenheit und befreien Sie sich von Ungeliebtem jeder Art und in jeder Richtung. Es geht 2020 bei Ihnen nicht immer ohne Wirbel ab, aber bis zum Jahresende stellt sich dann sehr wohl Zufriedenheit ein. Achten Sie auf Ihre Nieren, trinken Sie genug. Günstig wäre zum Beispiel eine 3-wöchige Brennnesseldekur und das wirkt sich gut auf Blase- und Drüsensystem aus und vor Unterkühlung sollten Sie sich sowieso immer schützen. Der Skorpion. Ihre begleitenden Planeten bringen Ihnen Power wie kaum je zuvor.
Eine neue Welt kann sich für Sie auftun. Sie sollten die tollen Gelegenheiten nutzen. Neustarts im Beruf und in der Liebe sind zu erwarten. Altes wird auf Wunsch gehalten und auch enorm verbessert. Sogar Glück in Spiel und Spekulation wäre bei Ihnen möglich. Gesellschaftlich können Sie leuchten, nach oben steigen. Sie sind trotz dieses positiven Laufes nicht überheblich und kümmern sich auch um die anderen, um ihre Lieben. Dies bringt Ihnen Zufriedenheit und viel Sympathie. Veränderungen im System zum Besseren sprechen Sie sehr an. Sie können heuer gut mitmischen. Achten Sie punkto Gesundheit auf die Sexualorgane, den Unterleib, Schutz vor Infektionen und Ihr Nervensystem. Schütze. Erfolg und Gipfelstürmen ist 2020 möglich, aber nur mit Anstrengung. Es wird kein reiner Spaziergang, Probleme können aber bezwungen werden. Es gibt viel schöne Gefühle und Emotionen, geistige Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Erneuerung, Verbesserung, nicht nur im Kleinen, sollte auch im Großen, sondern auch im Großen tut Ihrer Seele gut. Sie sind bereit, mitzuarbeiten und haben guten Teamgeist. Eine tolle bei Singles, auch neue Beziehung bringt Erfolg. Ledige sind sehr heiratswillig. Es gibt Lebensfreude pur. Auch die Chancen für eine Wohnungsverbesserung oder einen Umzug stünden sehr gut. Achten Sie auf Ihre Venen, speziell die Oberschenkel und Ihre Sinnesorgane. Augengymnastik wäre für Sie sehr empfehlenswert. Der Steinbock. Ihr Thema 2020 ist Arbeit und Beruf. Es gibt vieles für Sie zu tun. Überstunden, auch vieles neu überarbeiten, wird für Sie an der Tagesordnung stehen. Altes loslassen, Neues zulassen ist sehr wichtig für Sie. Es wird in vielen Bereichen ein richtungsweisendes Jahr für Sie werden. Großes ist in jeder Hinsicht machbar, möglich. Persönliche Ideen bringen Sie beruflich ein gutes Stück vorwärts. Sie können zum Jahresende sicher stolz auf sich und Erreichtes sein. Sie haben in der Liebe eine tolle Ausstrahlung und wirken stark auf das andere Geschlecht. Erfolg ist Ihnen sicher. Gesundheitlich sollten Sie auf Ihre Gelenke, Knie, Meniskus, Haut, Blutkreislauf achten. Heublumen oder Haferstroh abkochen, Umschläge wären für Sie ideal. Der Wassermann. Sie bekommen 2020 die Kraft, welche erforderlich sein wird, von Ihren Gestirnen auch bereitgestellt. Sie sind schicksalsmäßig aufgefordert, Ihr Bestes zu geben. Sie werden sich sicherlich verbessern, aber das wird kaum ohne größere Anstrengung möglich sein. Es gibt so manche Kritik, aber auch gute Angebote. Manchmal scheren Sie aus und umgehen damit geschickt größere Probleme. So können Sie vieles erneuern, verändern und in gewünschte Richtungen leiten. Sie werden das volle Leben spüren. Beachten Sie Empfindlichkeit im Drüsensystem, bei den Venen, Unterschenkelbereich, Arnika-Öl oder Tinktureinreibungen würden Ihnen oft sehr gut tun. Der Fisch, Sie müssen sich 2020 nur ein wenig anstrengen, um viel zu bekommen. Die Sterne meinen es recht gut mit Ihnen und der Mond sorgt wunderbar für Ihr Wohlergehen. Entspannen Sie sich, dann erleben Sie, wie großartig alles läuft. Selbst Schwierigkeiten, welche Sie lösen, zeigen sich im Endeffekt als äußerst förderlich für Sie. Es läuft alles wie magisch, gut, fast wie von selbst. In der Liebe zeigt sich der, die richtige Partnerin und tolle Glücksgefühle. Es entsteht bei vielen Bindungswille ein richtig gutes Jahr für Sie. Nun zum chinesischen Horoskop. 2020, das Jahr der Metallratte. Und dieses geht vom 24.01.2020 bis 11.02.2021. Und dies ist auch das höchste Zeichen im chinesischen Horoskop, eben für 2020. Es steht für große Intelligenz und Intuition. Es gibt viel Ehrgeiz und guten Arbeitswillen. Mit Schlauheit bis hin zur List werden etwaige Probleme bewältigt. Entschlossenheit hilft, Gefahren und Zusammenbruchstendenzen zu umschiffen, wieder Festigkeit herzustellen. Schnelle Entscheidungen sind oft gefragt und auch nötig. Kommerzielle Themen werden selbstbewusst, oft aber auch narzisstisch, egoistisch abgehandelt. Perfektion wird auf allen Ebenen angestrebt. Die Mode ist häufig sehr präsent und es gibt viele neue Trends. Sinnlichkeit wird genossen und ist vielen äußerst wichtig. In Medizin und Wissenschaft gibt es viele hervorragende Forschungen und neue Ergebnisse, Stammzellen, Wasserstoffantriebe etc. Es gibt Erfolg und internationale Aufmerksamkeit für diese Themen. Die Glücksblume 2020 ist im Chinesischen die Gladiole. Die allgemeine Zuordnung der Ratte, sie ist klug, neugierig, charmant, einfallsreich, liebenswert, fröhlich, humorvoll, weise und zu ihr passen
Affe, Ratte, Hund und Drache. Der Büffel ist verlässlich, pflichtbewusst, familiär, traditionsbewusst, fleißig, ausdauernd, geduldig, zu ihm passen Büffel, Hase, Schlange, Hahn und Schwein. Der Tiger, aktiv, stark, freiheitsliebend, gesellig, temperamentvoll, rasch, mutig. Zu ihm passen Hahn, Hund, Drache, Tiger. Der Hase ist sehr einfühlsam, sensibel, fantasievoll, kreativ, gutmütig, freiheitsliebend, vorsichtig und zu ihm passen Hase, Schwein, Büffel, Ziege. Der Drache ist sehr selbstbewusst, liebenswert, mutig, großherzig, intelligent, ehrgeizig, stark und zu ihm passen Affe, Hahn, Ratte, Schlange. Und die Schlange ist kritikfähig, gelassen, ehrgeizig, ausdauernd, intelligent, rätselhaft, faszinierend, flexibel und zu ihr passen Affe, Pferd, Schlange, Büffel, Drache. Das Pferd ist temperamentvoll, lebhaft, beweglich, spontan, unbekümmert, intuitiv, direkt vorausschauend und zu ihm passen Hund, Hahn, Schlange, Pferd. Die Ziege ist fürsorglich, einfühlsam, sensibel, ausdauernd, geduldig, freundlich, verbindlich und zu ihr passen Schwein, Ziege, Hase, Drache, Hund. Der Affe ist organisiert, intelligent, flexibel, wissbegierig, neugierig, sehr erfolgsorientiert, lösungsbewusst, anpassungsfähig und zu ihm passen Hahn, Schlange, Affe, Ratte. Der Hahn ist flexibel, intelligent, stolz, redegewandt, gesellig, entschlossen, fleißig, konstant und zu ihm passen Hahn, Tiger, Ochse, Affe, Ratte. Der Hund, er ist treu, gerechtigkeitsliebend, intelligent, vernünftig, aufmerksam, rücksichtsvoll und zu ihm passen Ziege, Tiger, Schlange. Das Schwein ist gutmütig, hilfsbereit, mutig, optimistisch, tolerant, großzügig, liebenswert und zu ihm passen Ziege, Ratte, Büffel, Tiger, Hase. Und nun weiter mit dem chinesischen Horoskop. Was passiert mit den einzelnen Zeichen 2020? Die Ratte, sie brauchen viel Aufmerksamkeit und sind bereit, diese auch zuteil werden zu lassen. Sie sind äußerst sozial und helfen gerne. Geschäftsbeziehungen verlaufen zielstrebig und sie können viel erreichen. In der Liebe ist auch mit Charme so ziemlich alles, was sie wollen, möglich. Sie erobern so manches Herz. Warmherzigkeit und Sinnlichkeit bringt Glücksgefühle. Humor versüßt 2020 ihr Leben ganz besonders. Der Büffel oder Ochse, es gibt viele und gute Gespräche, dadurch erreichen sie Ausgewogenheit und viel Harmonie. Speziell durch aufmerksames Hinhören sind bei ihnen große Vorteile zu erwarten. Die Familie ist ihr Kraftort und ihnen äußerst wichtig. Sie gehen warmherzig mit ihren Lieben um, in der Liebe ist viel Sinnlichkeit zu erwarten. Sie nehmen 2020 ihre Pflichten sehr ernst, sind sehr entschlossen und dies bringt sie auch weiter und absolut voran. Der Tiger. Die Funken können 2020 bei Ihnen schon so manches Mal fliegen. Es ist aber möglich und ratsam, Kompromisse zu erarbeiten. Dies fällt Ihnen allerdings nicht immer leicht und kostet so manche Überwindung. Auch in Beziehungen gibt es 2020 bei Ihnen so manchen Sturm. Gefestigte überstehen diesen. Bei wackeligen Beziehungen siegt eher Ihre Freiheitsliebe. Dann wird Ihre Partnerschaft sehr hart auf die Probe gestellt. Sie brauchen 2020 auf jeden Fall viel emotionalen Zuspruch. Abenteuerliche Spekulationen reizen Sie, übertreiben Sie in dieser Hinsicht aber besser nicht. Der Hase, Vorschriften und Reglements nerven Sie, Kontrolle mögen Sie gar nicht. Politische und gesellschaftliche Normen und Vorgaben lehnen Sie stark ab. Es wäre sehr aufbräunend, sich arbeitsmäßig des Öfteren in Gruppen einzubringen, besonders solche, welche Eigeninitiative und Spielraum zulassen. Dies würde 2020 Ihr Wohlbefinden enorm steigern. Sie sind sehr einfühlsam, achten Sie aber darauf, dass man Ihre Gutmütigkeit nicht ausnutzt. In Beziehungen gehen Sie 2020 an alles mit sehr viel Vorsicht heran. Dies gilt auch für das Eingehen einer neuen Partnerschaft. Nun zum Drachen. Sie gehen 2020 ehrgeizig an alles heran. Großherzig lassen Sie andere an Ihren Erfolgen teilhaben. Sie nehmen die Unterschiede in Politik und Gesellschaft mit ihrer Intelligenz besonders klar wahr und suchen auch nach Lösungsansätzen. Wenn Sie Probleme angehen, können Sie sehr oft mit guter Unterstützung rechnen. Sie bekommen sehr viel Aufmerksamkeit, wenn Sie dies anstreben, auch in der Öffentlichkeit.
Auch in der Liebe läuft alles sehr gut. Besonders wenn Sie sich in einen anderen Drachen verlieben, kann es sehr ernst werden und es könnten so manche Hochzeitsglocken läuten. Die Schlange. So manchem wird 2020 so gar nicht klug aus Ihnen. Das scheint Sie aber gar nicht zu stören. Rätselhaft erscheinen amüsiert Sie eher. Im Geschäfts- und Berufsleben ist es sehr wichtig, mit Partnern und Kollegen eine Vertrautheitsbasis aufzubauen. Dies fällt Ihnen 2020 nicht immer leicht, hilft Ihnen aber dann, Erfolg zu haben. Sie können 2020 viel Angefangenes erfolgreich fertigstellen. Sie handeln klug und organisiert. In der Liebe ist so manche Eifersucht programmiert, übertreiben Sie da nicht. Auch da ist Vertrauen wichtig. Sie fühlen sich zu Mysterien hingezogen. Damit faszinieren sie ihre Mitmenschen und Freunde. Das Pferd. Andere Meinungen zulassen und aufmerksam zuhören, fällt Ihnen 2020 oft ziemlich schwer. Ihr Temperament geht fallweise mit Ihnen durch und dann sind Sie auch zu direkt, verärgern Ihre Mitmenschen fallweise damit und etwas mehr Vorsicht wäre angesagt. Es erleichtert schlussendlich Ihr Leben. Hören Sie auf Ihre durchaus gute Intuition. Unbekümmert sein tut Ihnen gut, baut Sie auf. Unüberlegt sollten Sie besser nicht vorgehen. Wenn Sie 2020 eine neue Liebe suchen, werden Sie diese auch finden. Alte Beziehungen könnten dann neu belebt werden. Die Ziege. Sie haben oft, aber nicht immer recht. Achten Sie darauf, auch auf Vorschläge von Kollegen und Partnern einzugehen. Kritik prallt oft richtig an Ihnen ab. Und gute Anregungen sollten Sie aber trotzdem nicht überhören. Ihre Verbindlichkeit lässt Sie angenehm durch 2020 gehen. Sie lassen sich durch nichts und niemand vom Erfolgsweg abbringen und Sie ziehen Ihre Ideen durch. Ihr Ehrgeiz ist 2020 sehr groß und Ihr dickes Fell hilft Ihnen auch gegen manchen Widerstand. Leben Sie Ihre kreativen Gedanken aus, besonders in der Liebe, dann ist der Erfolg auf Ihrer Seite. Sie leben 2020 auch durchaus gern mal im Hier und Jetzt, den Augenblick. Sie können sich bis Ende des Jahres an viel Erreichtem erfreuen. Der Affe. Durchstarten und Neues kreieren, organisieren reizt Sie 2020 ganz besonders. Vieles ist erreichbar und möglich. Problemen weichen Sie geschickt und erfolgreich aus. Routinearbeiten sollten Sie nach Möglichkeit delegieren. Diese nerven Sie 2020 besonders rasch. Meist gelingt Ihnen das auch. Es gibt gute Chancen im Bereich Beruf, Geschäftliches. Freunde und Familie, besonders Kinderthemen, sind 2020 besonders wichtig für Sie. Sie lieben das Risiko, oft auch im Spiel oder bei Spekulationen. Sie haben in dieser Hinsicht 2020 auch so manche Glückssträhne und sehr gute Chancen. Bleiben Sie aber unbedingt überlegt, um Gefahren auszuweichen. Eroberungen in der Liebe bauen Sie auf, stärken Ihren Selbstwert. Auch in der Gesellschaft kommen Sie gut an, gehen Sie unter Menschen zu Freunden, dies baut Sie besonders auf. Der Hahn. Sie wollen 2020 alles im Griff haben, am besten sogar kontrollieren. Führen ist Ihre Devise. In der Liebe sollten Sie mit dieser Einstellung aber sehr vorsichtig sein, denn sonst läuft Ihre Partnerschaft 2020 so gar nicht rund. Wenn Sie sich etwas einbremsen, können Sie aber sogar Idealvorstellungen sehr nahe kommen. Sie sind bereit, hart zu arbeiten. Sie fordern sehr viel, achten Sie auf Ausgleich und geben Sie auch genug zurück. Zeigen Sie Partnern die Wertschätzung. Wenn Sie zu unflexibel handeln, könnten Sie die Folgen tragen müssen. Umgeben Sie sich mit klugen Köpfen, dann werden Sie das Jahr genießen und Erfolg haben. Unsicherheiten werden ganz einfach mit Humor von Ihnen erfolgreich überbrückt. Der Hund. Ab und zu wird 2020 sehr temperamentvoll bei Ihnen laufen. Sie zeigen Loyalität zu Partnern im Geschäftsleben und auch in der Liebe. Diese wird von Ihrem Umfeld auch wahrgenommen und geschätzt. Sie leben nach Ihren eher strengen Grundprinzipien und wollen für diese auch belohnt werden. Wenn in dieser Hinsicht gar nichts kommt, reagieren Sie beleidigt, dann kann es schon manchmal passieren, dass Sie typisch Hund mal zubeißen. Ihr Beschützerinstinkt ist besonders ausgeprägt, man kann sich auf Sie verlassen. Sie beschützen Ihre Lieben. Treue in der Liebe wissen Sie zu schätzen und belohnen dies auch mit Zuverlässigkeit und Verwöhnung. Aufmerksam gehen Sie auf die Wünsche Ihrer Lieben ein. Das Schwein. Gutes Geld und Erfolg kommt 2020 auf Sie zu. So manches Schwein genießt es dann sehr und der Hang zum Luxus bricht durch. Leben und Leben lassen ist dann Ihre Devise.
Großzügigkeit ist dann an der Tagesordnung. Lassen Sie sich aber besser nicht ausnutzen. Bleiben Sie überlegt und legen Sie auch ein wenig für die Zukunft weg. In Gesellschaft sind Sie geistreich, unterhaltsam und gerne gesehen. Sie sind freundlich zu Ihrem Umfeld, ziehen sich aber dann ab und zu auch ganz gern mal leise zurück. An sich dosieren Sie dies alles 2020 recht gut. Sie genießen es, im Mittelpunkt zu stehen und dann wieder Rückzug. Trautes Heim, Glück allein ist auch zu genießen. Toleranz zeichnet Sie in der Beziehung aus.